So, eigentlich weiter. Rache der Kartelle haben wir aktiviert, einfach weil das ein Event ist, was ich gern spiele. Aber ich habe neu angefangen. Ich war durch. Und jetzt haben wir auch durchgehend, glaube ich, Chaos-Modus, oder? Weiß ich nicht, seht ihr das? Aber durchgehend ist der Chaos-Modus eigentlich an. Den müsstet ihr immer haben jetzt hat. Ja, Ich Chaos-Modus habe dich 1. Und da vermisst, bleiben wir auch Junge. drin die ganze Zeit. Also wir können den dann später mal erhöhen. Da bin ich frisch in das Gebiet rein. Und da habe ich ein Missionchen schon da oben. Da sind ein paar Missionchen schon. Würde ich sagen, machen wir einfach mal und fahren mal ein bisschen in der Gegend rum. Borderlands macht mir halt Spaß. Da kannst du echt ein bisschen rumballern und so, was weiß ich. So, goldene Schenkel. Würde ich sagen, aktivieren erstmal das hier. Okay, Claptrap. Bitte, 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 bitte. Ich. Warum? Warum immer? Nenne ich Jacobs. Tarnung, ich mag das Schwarz. Warum immer? Warum speichert er das bei mir nie? So, ab dafür. Und ich würde sagen, wir ballern einfach hier mal her und machen das. Mal mit Vollhass. Was quatscht der mich denn jetzt die ganze Zeit voll? Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ja, nicht so wirklich. Ich muss dann da hinten mal. Ja. Wir nehmen den Weg. So. Da ist ein Auto rausgefahren. Das ist weg. So. Alter, so eine Karre hätte ich trotzdem gerne nicht. Das jetzt hier oder wo war das? Alter, ich verfahre mich heute schon wieder. Hier, da will ich hin. Passt schon. Sagt sie das? Bereit loszulegen? Wie fühlt sich dein letzter Einzug an? Ich brauche bessere Waffen noch. Und vielleicht nicht Vollautomatik, das wäre auch cool. Das war eine gute Jagd. Du bist schon tot. Ich mag die besser. Die Waffen. Aber auch nicht auf Feuerstoß, sondern ist eher so Halbautomatik. Da, 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 da. Hallo? Zu ruhig. Hallo? 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 Kann doch nicht sein, dass hier nur die paar Gegnerchen waren. Sonst keine da? Ein Eindringling! Ein Badass-Zuschauer-Eindringling! Schalte ihn lieber aus, bevor er dich ausschaltet! Nice! Ihr könnt ihn übernehmen. Also am besten, bevor ich ihn tot gemacht habe. Oder auch nicht. So. Explodiert denn da alles gerade? Einmal das Steckbrief weg. Kann ich daran erinnern, dass sich jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln?
Meine Hyperion Red Bar X2000 mit Quecksilberschleife und Anti-Ständerband. Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Das klingt ja reizend. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Welche Macht? Welche Macht? Wo? Wo? Irgendwo hier soll noch ein Kopfgeld-Ding sie sein. Ich sehe es aber nicht. Ah, hier unten drin. Nee, nicht hier. Wo? Hä? Ah, hier. Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau, die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Da weiß ich immer noch nicht, wie man reinkommt. Gefällst du mir besser? Ich mag es, wenn du wütend bist. Alter, warum denn immer Vollautomatik? Ausgezeichnet, mein Junge. So, Steckbrief. An das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditen-Clan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rammen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Okay, wir haben tolle Bilder von meinem vollendeten Banditenkörper. Der 3D-Drucker, der die Statuen für die KDK druckt, ist in der Nähe. Scanne die Steckbriefe dort ein, damit wir stattdessen Statuen von mir drucken können. Wie Gott! Ich mag die Waffe tatsächlich. Die ist saustark. Aber... die hat halt keinen Zoom. Die gefällt mir echt extrem, die Waffe. Aber... nicht nur, dass die keinen Zoom hat. Der fehlt auch ein bisschen... Alter. Tschüss. Ein bisschen... Die ballert ein bisschen hart schnell raus, wenn du willst. Die ist so ein bisschen effizient, aber gegen alles. Am besten findet man noch die mit 3 Schuss. Was macht der? Lass sie deine Wut hören. Dahin, die Jagd ist mein Lied. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was der macht. Auf der Iridium-Ebene!
Au. Schauen wir mal ein bisschen rum. Gibt's hier sonst was? Ah, ja, Geld. Eine schöne Holzkiste. 1,2 Millionen nur. Nee, 51 Millionen. Oh. Jetzt füttere den Scanner mit den Steckbriefen. Wow, ich erkläre dir das gerade wirklich, oder? Ja, machst du. Dann füttern wir den Scanner mit den Steckbriefen. Am liebsten gefallen mir immer noch so Pistolen. Die hier. Die gefallen mir immer noch am besten. Genau solche hier. Oder die. Und? Wie sind sie geworden? Du bist ein erstklassiges Exemplar deiner Art. Ach komm schon, ich weiß. Du musst doch nicht so nett sein. Los, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Tschüsschen, KDK! Und hallo, glorreicher goldener Born! Oh Mann, seht mich an! Ich wurde als Statue verewigt und bin dem besten kleines Planeten beigetreten! Es leben die Crimson Raiders! Ich liebe diesen Tag! Echt? Wir können ruhig, wir könnten sehr gut auf dich verzichten, Wong. Sehr, sehr gut. Kriegslord. Aber im Moment geht's mir echt gut damit, zu euch zu gehören und die KDK fertig zu machen. Das ist doch schön. Was das für Kammer? Und warum war ich da noch nicht? Warum waren wir da noch nicht? Komm mich besuchen, wenn du wieder mal Zeit hast. Ab zum Auto. Und wir schauen doch mal hin. Ich soll dich besuchen. Ich weiß fein nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so einer, der ständig irgendwelche Menschen in Unterhosen besucht. So. Greenscreen hat nicht ganz gepasst. So, lass mich mal kurz gucken. Oder ist es wirklich die eine Kammer, wo ich keinen Plan habe, wo wir reinkommen? Nee, ist es nicht, denke ich. Schauen wir mal. Fahren wir mal hin. Doch, ist es. Denke ich. Guck. Also, wenn ich jetzt hierher fahre. Ja. Nee. Schön, dass du wieder da bist. Hä? Muss doch dann da oben sein irgendwo. Warte mal. Hier, doch, das ist die. Wie kommt man da rein? Immer noch die Frage aller Fragen. Ich habe ja aber auch, ich habe ja beim letzten Mal schon alle Missionen durchgemacht. Deswegen, wie kommt man da rein? Sehe ich irgendwas nicht? Weiß ich irgendwas nicht? Da muss man doch irgendwie hinkommen. Da habe ich mich schon ewig versucht dran. So. Okay.
Missionstechnisch würde ich sagen, machen wir mal die weiter. Kultstatus. Au. Und dann nötig einfach so. Genau, passt. So, dann fahren wir nicht mal darüber und machen das weiter. Noch ein Manno. Schön, dich zu sehen, mein Junge. Willkommen bei der Heiligen Rundfunkstation. Unser täglicher Livestream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die Erstgeborene Tyreen Carazzo. Was geht ab, Banditenweisen? Hier ist die Gottkönigin Tyreen live und direkt aus der HRS. Wir streamen, ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber du musst dich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Banditin geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Mein Hund hat schon ohne mich Spaß. Warte mal. Hey, stopp! Alter. Ich hab dich doch nur in den Wahnsinn getrieben und. Ah, so schön. Schöner Geldregen. Ich liebe Geldregen. So. Weiter geht's, ha? Huh? Was? Ein Gesalbter? Hier? Jetzt muss ich doch da auch noch hinlaufen. Ich glaub's ja nicht. Übertreib halt. Aber Junge. So. Du. Nix. Da. Hm. Lecker. Gerüsteter Crimson Raider.
Immer ganz nice, habe ich gehört. Lass uns hier mal ein bisschen noch einsammeln. Die ist hier, also die Waffe ist halt mega geil gegen Schilde. Aber für, wenn jemand kein Leben hat oder halt kein Schild hat, ist die halt so super. Die macht irgendwie alles. Die ist ganz gut gegen so gefühlt allem. Yay, er ist dabei, wenn ihm die große Kammer geöffnet wird. Nice. Also gut, heißen wir die Sonnenklopper in unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein paar neue Ausgaben des Heuten-Journals. Des Heuten-Journals. Nee. Gibt's doch nicht, dass sie immer noch so gut ist. Guck mal her. Ja, das sind halt 2, 4, 6.000 Schaden. Zielgenauigkeit ein bisschen höher. Das war's für heute. Und immer dran denken. Liken, folgen, gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyree. Die heilige Rundfunk. Ja, komm. Behalten wir mal die. Wir dürfen nicht immer an altem Zeug hängen bleiben, ha? So, aber gucken wir mal so ein bisschen durch, was wir noch ein bisschen haben. Ich mag halt Dahlwaffen echt am meisten. So. Und dann verkaufen wir mal. So, 59 Mille schon wieder, ey. So. Das nenne ich Bass. Das nenne ich Bass. Der Bass muss drücken. Wie süß. Hey, was ist denn das? Das ist doch so viele Sachen, die ich noch nie gebaut habe. Das kenne ich. Geht mir genauso. Es gibt so viele Sachen, die ich noch nie gebaut habe. Warum geht dein Shift immer weg? So. Chip, 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 chip. Gut, ich habe erstmal nichts dann aufgefüllt. So schlimm soll das nicht sein. Nee, hast du nicht. Welch prächtige Beute. Dieses Mal aber nicht drauf. Genau, nicht drauf pinkeln, Hundi. Wobei, wir sind hier nicht zu Hause. Pinkel ruhig hin. Pinkel ruhig hin. Pinkel ruhig hin. Es ist Zeit zu kämpfen. Bam. So, ich will trotzdem hier hin. Ups. Da. So, schauen wir mal dahin. Schon eigentlich schon nice. Mit dem Einfrieren und alles mit dem Damage? Akzeptabel. Guck mal. Verlangsamt Gegner und macht Damage. Ja, komm, wir bleiben auf jeden Fall. Die andere ist eh verkauft. Können eh nicht mehr zurück. Aber die ist ja halt von Level her millionenfach. Und immer noch vom Schaden her ganz akzeptabel.
Ich nehme nicht alles mit. Wir haben so viel Kohle. So, da ist das. Hoffen wir mal drauf, dass hier was Schönes drin ist. Nö. Ich würde ja wirklich so... Aber wenn es geht, auf nur noch Lila und Gold mitnehmen. Oh, ihr habt einen Badass. Den, den ihr übernehmen dürft. Irgendwo. Wo ist er denn? Ach da. Wo fliegt denn der rum? Die ist halt auch schon. Die macht mehr Damage, ha? Huh? Ja gut, weil sie mehr durchballert, ha? Schnitt! Schnitt! So. Ich würde eh sagen, wir machen heute gar nicht so lang. Das ganze Streamchen. So bis, keine Ahnung. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Mich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber naja, ist nicht, hilft nichts. Weiter geht's. Tschüpp. So. 61 Mille, Alter. Ach komm, scheiß drauf, wir nehmen wieder alles mit. Kannst ja eh oft genug Munition kaufen. So. Ah, guck mal. Apropos Munition kaufen. Oh, 2000, ey. Da war nix. Ja, machen wir. Bin ich doch schon dabei. Boss. Mouthpiece. Sonic Doom. Die Kammerkarte. Ohne Mist, eigentlich hätte ich den Bosskampf da gerne noch ein bisschen weiter gehabt. Weil die Mucke geil war. Irgendwo soll hier noch ein Gegner stehen. Irgendwo ist nur ein roter Punkt, ich sehe aber nichts. So, alles mitnehmen.
Perfektion. Kammerkarte. Ja. Hi, Kalypso. Wir füllen mal kurz ein bisschen auf. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Alles gut. So, zack, zack. Hat es hier. Zum Mitnehmen. Einmal Waffen zum Mitnehmen, bitte. Mit extra Chili-Soße. Der Gegner ist definitiv in der Wand. Weil mein Hund will ihn auch die ganze Zeit angreifen. War nicht hier irgendwo ein Räumchen so dahinter? Hier Holy Badass Center, Broadcast Center. War hier nicht irgendwie so ein Räumchen irgendwie dahinter? Wo sie hier reingekommen bist? Hier. Wie sind wir da nochmal reingekommen? Wie ist man da nochmal reingekommen? Da würde ich gern rein. Wie ist man denn da nochmal reingekommen? Oder war es über die Mission hier? Ich glaube, es war über die Mission hier. Vaughn, kennst du diese Kopfsache? Obflose Banditin. Oh Mann, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Bro-Net! Schnapp dir den Kopf! Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht, wenn einer bei Industriespionage erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Aufregend. Ich habe noch nie in einem Kopf gejagt. Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Konsole sein. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ist ich da würde ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand Wieso ist sie da? Mein Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. Es überrascht mich schon, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug ist ja heute spottbillig. Die Leute erschaffen da drin schließlich ganze Welten und leben dort. Ist aber schon komisch, die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Spawnt mir hier wieder die Hütte voll oder habt ihr einfach nur so 3 Leute noch übrig gehabt? Ne, ihr. Yes. Hast
Guck mal, Badass! Wenn ich nicht sehe. Toter Badass. Ja, Abfall zu Abfall, das passt schon. So. Wie der kleine Arsch wackelt. So, gehen wir mal runter. Und dann schauen wir mal. Hier. Beziehungsweise. Warte mal kurz. Ja. War hier nicht irgendwo ein Waffending? Ich glaube, da muss ich hier noch einmal durchlaufen durch das ganze Eck. Aber ich habe echt Kopfschmerzen gerade. Naja, war es mal ein kurzes Sonntagsstreamchen, würde ich mal fast sagen. Tut mir leid. Aber mir tut echt der Schädel gerade weh.